So. Und wir haben wieder eine besondere Quest vor uns. Das erkennen wir daran, dass da oben in der Questvorschau drei Fragezeichen sind. Das bedeutet immer, es kommt irgendwas Episches. Wo alles Wort versagt. Kratir will seine Vermutung mit dem Rest der Gruppe teilen. Unser Treffpunkt ist der Mega-Duta-Tempel. Praktisch für uns, er ist nämlich gleich ums Eck. Jestola und Tancred haben sich in Dharma umgehört, richtig? Vielleicht sind sie also schon da. Komm, machen wir uns auf den Weg. Jiabar, bitte, gebt auf euch und die euren Acht. Werkzeug und Waren sind zweifelsohne wichtig, aber vernachlässigt dadurch nicht eure eigene Sicherheit. Da habt ihr recht. Ich will wahrlich nicht noch einen Kollegen verlieren müssen. Habt Dank für eure Hilfe und eure Worte. Okay, das heißt, wenn die Leute verwandeln sich wegen Verzweiflung. Oh Gott, das heißt, wenn ich für die tanze, verzweifeln sie und ich verwandle alle in Monster. Oh Gott, oh Gott. So, da vorne ist nochmal den Stadtinteriten, den will ich nochmal ganz kurz aktivieren. Ah, den habe ich schon aktiviert. Wunderbar. Dann brauche ich das nicht machen. Ah, da drüben steht die Stella. Wunderbar. Sprechen wir erstmal mit Tancred. Was hat er rausgefunden? Ah, Tara, auch schon fertig. Da seid ihr ja. Habt ihr mit den Überlebenden gesprochen? Ganz recht. Und uns hat gar nicht gefallen, was wir in Erfahrung gebracht haben. Deswegen wollten wir uns mit euch besprechen und hören, was ihr darüber denkt. IHD, Blocky. Und zu einem überaus günstigen Zeitpunkt. Wir haben unseren Rundgang gerade eben beendet. Sehr gut. Würdet ihr beide den Anfang machen, bitte? Ja, also wir haben rausgefunden, dass durch Verzweiflung und Angst die Leute sich verwandeln. HD Blocky, mir geht's mittlerweile besser. Ich habe jetzt die Fenster offen. Mein Zimmer kühlt sich langsam runter. Ich kann wieder angenehm atmen und so weiter. Aber also Temperatur, gerade beim Stream, gar nicht gut. Also war und wie geht's dir so? Der zur Blasphemität geworden ist. Außer sich vor Sorge um sein Handelshaus? Uns ist etwas Ähnliches aufgefallen. Alle, die sich verwandelt haben, scheinen kurz zuvor großen Kummer oder tiefe Sorge erlitten zu haben. Dazu zählen natürlich auch diejenigen, die von einer Bestie verfolgt wurden oder die Verwandlung eines ihnen nahestehenden Freundes oder Familienmitglieds mit ansehen mussten. Eine schreckliche Kettenreaktion. Ein starkes, negatives Gefühl wie Angst, Sorge oder Verzweiflung. Ich glaube, das ist der ausschlaggebende Faktor für eine solche Verwandlung. Wenn das so ist, werden die Parallelen zu den letzten Tagen der Alten deutlich. Die Ashians haben doch davon berichtet, dass die Schöpfungsmagie außer Kontrolle geriet und Manifestationen der Angst hervorbrachte. Und HD Blocky, danke dir für den Like. Ein simpler magischer Kontrollverlust würde aber nicht dazu führen, dass nur die Dinge erschaffen werden, vor denen wir uns fürchten. Nein, dieses Phänomen muss mit den eben angesprochenen negativen Gefühlen zusammenhängen. Nur so fügen sich die Teile dieses Unheils zu einem Ganzen. Chaos Yavanna's Party war mein letzter Dungeon, den habe ich im Prinzip am Anfang des Streams gemacht. Und Base Game fragt, ob ich nach Last of Us 1 dann 2 streame. Ja, habe ich. So ist es geplant. Ich weiß nicht, ob ich direkt im Anschluss dran gehen werde oder ob ich erstmal eine Pause brauche. Am 2. September kommt ja dann Last of Us für die PlayStation 5 raus. Als Remake. Und danach würde ich dann Last of Us 2 spielen. Vielleicht spiele ich noch was zwischendrin. Mal gucken. Vielleicht wird ja auch angekündigt, dass es für Last of Us 2 dann auch eine PlayStation 5 Upgrade geben wird oder so. Mal gucken. Es gibt auch Unterschiede zwischen den letzten Tagen der Alten und den unseren.
Damals entstanden die Bestien aus reiner Schöpfungsmagie. Heute sind es die Bewohner des Gestirns selbst, deren Körper ins Albtraumhafte verzerrt werden. Was auch immer der Grund dafür sein mag, wir wissen, dass es einen drastischen Unterschied zwischen uns und den Ashians gibt. Wir sind gespalten, zersplittert. Vielleicht liegt darin der Schlüssel zur Wirkweise dieser Apokalypse. Ein Zeugnis ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Offenbar hat sich Kal Saal in die Blasphemität verwandelt, bevor der Himmel in Flammen stand. Hadi Blocki, das freut mich, dass ich dein Lieblings-Gaming-TikToker bin. Was? Wenn das wahr ist, dann ist das gar kein gutes Zeichen, oder? Chaos, nur ganz kurzer Tipp, wenn du sagst, viel Spaß beim nächsten Dungeon. Ist das noch weit oder kommt der jetzt direkt im Anschluss? Einfach nur, damit ich planen kann, ob ich den heute noch mache oder wie viel Zeit ich brauche. Dann braucht es doch gar keinen brennenden Himmel und sichtbaren Untergang, um sich in eine Bestie zu verwandeln. Oh, danke, Basegamer. In einer Gegend, in der noch alles heil scheint, könnte man sich also ganz plötzlich... Oh. Seht, der Magistrat! Herr Magistrat! Ein Glück. Ich bin unendlich erleichtert, so viele von euch unversehrt zu sehen. Beruhigt hat sich die Lage noch nicht. Aber zumindest wurden alle Ungeheuer zurückgeschlagen, die sich innerhalb unserer Stadtmauern aufhielten. Razzatan ist soweit sicher. HD Blocki, ich wünsche dir einen schönen Abend und Chaos bestätigt gerade, dass bis zum nächsten Dungeon noch mindestens eine Stunde Spielzeit kommt. Also, da sollte es kein Problem sein. Ich bitte euch, eure Herzen zu beruhigen. Und hallo Ingo Eisen, einen wunderschönen guten Abend dir. Magistrat, was ist mit Palakas Ruh? Mein Enkel ist gestern dorthin aufgebrochen und seither noch nicht heimgekehrt. Die hat fast die gleiche Stimme, wie ich sie ihr gegeben habe. So eine quietschige. Leider warten wir noch auf einen Lagebericht aus dieser Region. Sobald ich Neuigkeiten habe, werde ich sie euch umgehend... Ja, Basegamer, ich werde so ungefähr bis 21.30 Uhr plus minus... eine halbe Stunde, also plus vielleicht eine halbe Stunde dranhängen, je nachdem, wie die Cutscenes verlaufen. Letztes Mal habe ich noch fast eine halbe Stunde Cutscenes hinten dran gehabt. Herr Magistrat! Etwas Schreckliches ist geschehen! Der ist ja gar nicht so nasal wie ich. Und ihr seid? Ich bin Matsya aus Akjali. Matsya, der Fischer. Dich haben wir doch getroffen, als wir das erste Mal hier waren. Oh, was macht ihr denn hier? Nein, erst der Magistrat. Ich habe mir Sorgen um eine gute Freundin gemacht, die in Palakas Ruh lebt. Also bin ich nach ihr sehen gegangen. Oh oh. Aber das Dorf ist überrannt von grauenvollen Biestern. Überall. Noch nie habe ich solche Schrecken gesehen. Oh. Oh nein. Nein, nicht verzweifeln, nicht verzweifeln! Oh, scheiße, sie verzweifelt. Magistrat, ihr müsst etwas tun, mein Enkel! Selbstverständlich, aber fürs Erste müssen wir Ruhe bewahren. Ruhe? Wie sollen wir denn Ruhe bewahren? Selbst die tapfersten Krieger des Himmelsheeres wurden von den Bestien einfach entzweigerissen! Neue Bestie incoming! Ist, dann ist nichts mehr von ihm. Ah! Nichts mehr von ihm! Vorsicht, alle zurück! Oh!
Und der Shit hits the Fan. Alte Frauen sind mein Spezialgebiet. Verdammt. Raus, die kann ich besonders gut synchron sprechen. Helft den Leuten, sich in Sicherheit zu bringen. Ja, Basegamer, die Aroma wurde zu Red Hulk. Beziehungsweise, eigentlich sieht die eher aus wie Red Abomination. Schnell! Nein! Nicht verzweifeln, Sohn des Händlers. Zu spät. Da wurde er platt gemacht. Ja. Die Leute zur Ruhe zu bringen, ist etwas schwierig, wenn man ein stiller Protagonist ist. Und Crazy King, vielen Dank für dein Like. Sagt Friedra Bescheid. Rettet Razzadar, bitte. Da ist Seven Deadly Sins ein Scheißdreck dagegen. Likes sind einfach die Herzchen. Base Gamer. Mein Sohn! Und der beruhigt dich. Tut es für sie und flieht! Ingo Eisen, danke auch für dein Like nochmal. Gut. Gut so. Also, wie können wir die Apokalypse aufhalten? Mit einer guten Ansprache. Moral. Guten Abend, Sabrina. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Also, wie halten wir die Apokalypse auf? Mit einer moralischen Ansprache. Oder mit Schwert und Magie. Das geht natürlich auch. Auf PC geht nicht. Ich hab's auf dem PC auch laufen. Auf dem PC ist es, glaube ich, auch irgendwie ein Herzchen. Aber das kann ich jetzt leider blöderweise nicht ganz nachgucken. Weil auf meinem eigenen Chat-Stream kann ich leider nicht. Kann ich leider nichts verschicken. Oh, Badass is incoming. Bewohner Razatans, richtet die Augen in Zukunft. Danke, Basegamer, 94 für dein Like. So bannt die Furcht aus euren Herzen. Streiter des Himmelsheers, steht Ishtola und Tancred zur Seite. Kein Biest soll diesen Platz betreten. Und ihr anderen tapferen Tafnerer, bringt euch in Sicherheit. Helft jenen, die es allein nicht schaffen. Verschanzt euch in Häusern und der Arta. Mir geht's soweit gut. Ich leide nur ein bisschen unter der Hitze gerade. Seid unbesorgt, denn bei den Göttern an mir soll... Ich hoffe, bei euch jetzt gut, dir geht's gut. Ich war ja gestern an der bayerisch-österreichischen Grenze. Da hatten wir 36 Grad gestern. Das war übel. Alfino, Alize, geht nach Palakasru. Wir werden hier die Stellung halten. Ah, jetzt hat Base rausgefunden, wie das mit den Likes geht. Sie werden sich um das Dorf kümmern. Verstanden. Geh du auch mit. Wir werden sie retten. So viele, wie wir nur können. Aber jetzt lass uns mal festhalten. Wir halten die Verwandlung dadurch auf, dass wir denen moralische Unterstützung geben, indem wir mit denen reden. Wir selbst sind ein stiller Protagonist, der nicht redet. Wir sind total im Arsch.
Alfino? Tara, Alizé, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Leben der Leute aus Palax Ruhe stehen auf dem Spiel. Und Matzia, es wird keineswegs ungefährlich. Und es tut mir leid, dass du dich nun in Gefahr begeben musst. Aber wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Natürlich, gerne. Palax Ruhe liegt südöstlich von hier, den Hügel hinunter. Allerdings, vorhin, als ich selbst zum Dorf gehen wollte, war der ganze Weg mit grausigen Ungeheuern gesehen. Ich musste umkehren, so viele waren da. In dem Fall... Amoralisch im Arsch, ja, Sabrina, vollkommen. Bildest du dich vor, Hotara? Geh den Weg zum Dorf ab und halte Ausschau nach Bestien aller Art. Sollten dir welche auflauern, kannst du sie an Ort und Stelle erledigen. Alizé und ich folgen dir gemeinsam mit Matzia im Schutze der Bäume. Ausgezeichnet. Dann nichts wie los, die Zeit drängt. Ja, also das ist auf alle Fälle, das schreit ja geradezu nach einem Auftrag für Schokobobo. Komm her, Schokobobo. So, ich mach mal zum Tanzpartner. Und los geht's. Da haben wir den ersten Zielort. So, kommt her. Du kannst doch nichts. Den ersten hätten wir besiegt und weiter geht's. Ah, ist hier jemand? Diesmal sind gleich zwei hier. Hallo Mario Neubert, ich spiele Final Fantasy 14. Nee, Metro Exodus habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur den ersten Metro-Teil bisher gespielt. Base Gamer. Aber ich bin halt nicht so der Ego-Shooter-Fan. Deshalb muss mich da die Story extrem überzeugen. Sabrina, du schreibst es gerade. Finde ich immer gut, den Satz, wir folgen dir, laufen schon mal vor, lauf du schon mal vor und sicher den Weg. Und ja, das ist der eindeutige Beweis, Alizé und Alfino und Matzia stehen schon hier. Also ich werde es mir mal auf meine Wunschliste setzen, Base Gamer, wenn es mal im Angebot ist. Sie alle sind verzweifelt. Wir müssen helfen, auch wenn mir hinter jeder Ecke vermutlich eine Bestie auf uns lauert. Okay, dann sage ich Based. Ja, ich wusste auch gar nicht, für was das GER steht. Ob das für Gamer steht oder für Germany. Das ist immer das Problem. So, verwundeter Dorfbewohner. Sein Körper ist schon ganz steif. In seinem Bauch klafft eine schreckliche Wunde. Du erkennst gewaltige Krallenspuren. Okay, für den komme ich zu spät. Du kannst keinen Puls mehr feststellen. Yep, da brauche ich mir auch keine Mühe geben.
Da hinten haben wir noch welche. Ich bin eh ein ganz schlechter Heiler, also. Hallo? Selbst die stärkste Heilung kann diesem Mann die Lebenskraft nicht zurückgeben, die mit seinem Blut bereits aus ihm gewichen ist. Ein Traum, ein Bild, ein Traum. Egal wie sehr du ihn schüttelst, aus diesem Schlaf wird er nicht mehr wachen. Ja. So, da müsste noch einer sein. Hinterm Haus. Ah, der lebt ja noch. Hoffentlich ist er verzweifelt, nicht verzweifelt. Wer bist du? Was machst du hier? Es gibt keine Rettung mehr, alle sind sie... Oh. Nicht verzweifeln. Schön die Ruhe bewahren. Keep calm and don't change. Tara, mehr Bewohner scheinen nicht mehr übrig zu sein, oder? Ich hoffe inständig, dass sie alle entkommen können und das Dorf deswegen so verlassen ist. Wenn sie sich verwandelt haben, wird nichts mehr von ihnen bleiben. Keine einzige Spur. Konzentrieren wir uns darauf, unseren Geist ruhig zu halten, ehe wir dieser Katastrophe selbst anheimfallen. So. Sabrina, als Tänzer habe ich einen kleinen Erste-Hilfe-Skill, um zu heilen. Aber der hilft eigentlich nur gegen eingelaufene Blasen. Alfino kümmert sich weiterhin um die Verletzten. Überlasse das, die Heilung ruhig mir. So viele Leute sind es ja nicht. Geh du stattdessen Matasia zur Hand. Oder wie auch immer der heißen mag. So. Buddy, wo bist du? Da oben ist er. Ah, Tara. Das hier ist Juroved, der Vorstand des Dorfes, wenn man so will. Er trug zwar eine Verletzung davon, aber glücklicherweise keine schwere. Matja hat mir schon erzählt, dass ihr alle stehen und liegen gelassen habt, um zu unserer Rettung zu eilen. Ich weiß gar nicht, wie wir euch das je danken sollen. Und Haku Johanne meint gerade auf YouTube, dass der Beschwörer, dass der Tänzer immer noch ein besserer Heiler ist als der Beschwörer. Das stimmt. Der Beschwörer kann lediglich Verbrennungsblasen heilen. Und Chaos des Stilles, Chocobo ist für ihn der Heiler. Matasia hat mir schon erzählt, dass ihr alles stehen und liegen gelassen habt, um unsere Rettung zu eilen. Ich weiß gar nicht, wie wir euch das je danken sollen. Als der Himmel zu lodern begann, ist eine Weile lang gar nichts passiert. Sicher. Wir fürchteten uns und hielten stets das ungewöhnliche Ereignis im Blick. Aber ansonsten schien das Leben seinen gewohnten Gang zu gehen. Bis heute dann wie aus dem Nichts grausige Schreckensgestalten auftauchten. Fratzen und Klauen, die ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht hatte ausmalen können. Und dann, ich weiß gar nicht recht, was geschah. Die Leute schrien, mir kam es vor, als seien sie selbst zu Ungeheuern geworden. Aber das kann doch gar nicht passiert sein. Jedenfalls gelang einige die Flucht, soweit ich es mitbekam. Aber ob es ihnen draußen besser geht oder ob sie ebenfalls, das vermag ich nicht zu sagen. Matasia, du kennst doch Kerasav und Mevan. Jedes Mal, wenn du nach Palkas Ruhe gekommen bist, haben sie deine Fische gekauft. Natürlich, wegen ihm bin ich doch überhaupt erst auf die Idee gekommen, nach euch zu sehen. Die beiden waren immer so gut zu mir, selbst als ich nur aus purer Verzweiflung hierher kam und nicht einmal mehr damit gerechnet hatte, dass ich meinen Fisch noch loswerde. Ich will gar nicht wissen, wie es mir gegangen wäre, wenn sie sich damals meiner nicht erbarmt hätten. Oh,
meine Nase. Ganz recht. Und ich sehe eben jene beide in Richtung des Agama-Tempels fliehen. Oh Gott. Das geht ganz schön auf die Nase, sage ich, wenn ich dir rede. Ich will ihnen helfen gehen. Unbedingt. Aber gegen die Bestie komme ich nicht an. Würdest du mich wohl begleiten, bitte? Auf alle Fälle. Dafür bin ich doch da. Außerdem gibt es eine Questbelohnung. Toaster, Freundin. Der Agama-Tempel liegt westlich von hier. Es ist ein ordentliches Stück durch die Natur. Aber das werde ich schon schaffen. Für Mevan und ihren Mann. So. Choki Bobo, komm mit. Wir haben einen Elefantenmenschen zu retten. Irgendwo da hinten müssen wir hin. Komm schon. In die Richtung. So. Wie weit müssen wir denn rennen? Ah ja, da vorne ist es. Okay. Da holen wir nochmal die Windätherquelle. Nicht, dass ich jemals dazu kommen werde zu fliegen. Aber wenn sie schon da liegt, nehmen wir sie mit. Beta-Quelle, Beta-Quelle, ich erhöre dich. Komm mit. So, Matasia. Wo geht das nächste lang? Puh, das war ein langer Sprint. Aber da sind wir. Das ist der Agma-Tempel. Gebaut wurde er als Mausoleum und Tempel zur Ehre der heiligen Agma. Früher war er viel, viel größer. Heute ist er leider nur auf dieser kleinen Teil erhalten. Bestimmt haben sie sich irgendwo in den Ruinen versteckt. Wir sollten sie so... Nein! Kommt nicht näher! Ich... Das war Querusav. Oh nein, bitte nicht! Ich kümmere mich darum. Matasia, warte hier. Nicht, dass du verzweifelst. In Ordnung, der Schreinkampf Urin weiter hinten. Da bin ich mir sicher. Okay. Wahrscheinlich hinter diesem... Okay, erstmal hier das kleine Viech da platt machen. Also ich verzweifle gleich an diesen Laguren hier. Oh nein, die verwandeln mich. Ah, wird Wasser. Da müssen wir hin. Großes, böses Monster. Wahrscheinlich bist du die Ehefrau. Gerettet. Aus Querasachs klaffender Wunde strömt Blut. Seine Verletzung scheint zahlreich und schwer.
Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich... Nicht verzweifeln, Ruhe bewahren. Gib Karl, mein Guter. Nein! Wer? Alles ist so schwer, meine Beine, ich kann nicht. Meine Frau mit unserer Tochter, sie sind geflohen. Bitte findet sie und sagt ihr das. Ich bin noch nicht tot. Oh, verwandelt er sich jetzt. Quersaft, nein, Quersaft, bitte nicht. Ich sie liebe. Ich will nicht gehen, Mevan. Ihm gut zu reden. Wie gesagt, das machen wir jetzt als sprachloser Charakter. Wenn er sich jetzt verwandelt, wollte ich sagen, dann ist es meine Schuld, weil ich das gewählt habe. Danke. Ihr rettet meine Familie. Ach, Quersaf, mögest du Frieden finden. Oh. Also, ist Mevan noch mit dem kleinen Kind auf der Flucht? Wahrscheinlich. Wir müssen nach ihr suchen, am besten in Richtung Palaxruhe. Bestimmt hat sie versucht, sich zwischen den Bäumen zu verbergen. Ja, lass mal einfach die Leiche hier liegen. Quersaf, es tut mir so leid. Sobald wir Mevan gefunden haben, kommen wir zurück und holen dich heim. Das verspreche ich dir. Bis dahin haben ihn die wilden Tiere eh zerfressen. So, hey, hast du irgendwelche Story-Games-Empfehlungen? Hab gerade nichts mehr zu spielen und wollte ein neues Spiel. Für was? Eine Konsole oder PC oder so? Also, ich habe ja letztes Mal, ich bin jetzt gerade heute durchgeworden mit Yeez 8, Lacrimosa auf Dana. Tolles Spiel, gibt's halt nur, ist nur komplett auf Englisch. Aber wenn es dich nicht stört, eine unglaublich tolle Story. Also auf dem PC gibt's auch, aber eben wie gesagt auf komplett Englisch. Ansonsten überleg gerade, was ich zuletzt gespielt habe. Momentan spiele ich gerade gar nicht so viel aktuelle Sachen, eher alte Sachen. Tatsächlich. Gute Storyspiele. Das ist immer die Frage, was ist ein gutes Storyspiel? The Witcher? Es ist weit und breit niemand zu sehen, auch keine Frau mit Kind. Ansonsten würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du kein Problem mit, also wenn du eine gute Internetleitung hast, spiel Final Fantasy 14. Da hast du viel Story und wie gesagt, kannst du auch kostenlos spielen. Bis Level 60. Da kannst du auf alle Fälle viele Stunden reinmachen. Sabrina empfiehlt noch Persona oder Dragon Quest, aber bei Persona... Persona gibt es noch nicht für den PC, das kommt erst. Dragon Quest, ja, Dragon Quest, das gibt's für den PC. Also Persona 4 würde es geben, aber das ist auch komplett Englisch. Ansonsten ist ja, glaube ich, jetzt auch Final Fantasy VII Remake für den PC, glaube ich, mittlerweile schon raus. Das kann ich ja auch empfehlen, ist sehr gut. Ich bin nur nicht sicher, ob es das auf Steam gibt oder nur im Epic Store. Da kann ich nicht sagen. Persona 3 hat auch eine sehr gute Story, ja, hat aber das gleiche Problem. Ist halt nur eine Englisch, also ist halt komplett auf Englisch.
Und Persona 3 gibt's da auch noch nicht auf dem PC, oder? Das kommt doch alles erst jetzt. Im Zuge von dem Game Pass und so weiter. Nein, Tom, ich habe Odyssey noch nicht durch. Ich habe Odyssey jetzt gerade pausiert. GC, was meinst du Final Fantasy 14? Ich spiel's nur auf Controller. Das ist das geilste Controller, also das ist das beste MMO, was man mit Controller spielen kann. Man muss nur wissen, wie man den Controller konfiguriert. Kingdom Come Deliverance hat auch eine gute Story. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich besitze zwar Kingdom Come Deliverance, aber hab's noch nicht gespielt. Auch hier scheint niemand zu sein. Dann gehen wir da hinten hin. Aber, GC, du hast recht. Ich habe zusätzlich noch mal für meine PlayStation deshalb eine Maus und eine Tastatur dabei. Einfach für den Chat. Hast du sie gefunden? Ich konnte nicht die kleinste Spur von ihr entdecken. Oh, verstehe. Dann ist sie wohl doch weitergelaufen, als wir dachten. Bitte, bitte lass sie nicht im Stich. Oh, Götter. Lass ihr das Glück Holz sein. Währenddessen am Himmel über Tavernier. Der Himmel scheint so weit frei, was? Ja, ich bin's. Wie sieht's bei euch aus? Verstehe. Ich richte es ihm aus. Bis gleich. In Razatan ist schon wieder eine gigantische Bestie aufgetaucht. Inmitten des Tumults ist Ahevan gefallen. Er hat sich zwischen die Bewohner und das Ungetüm gestellt. Der Bote des Himmels hier nicht verzweifeln! Es gibt allerdings Berichte, dass die Biester auch in Palakas Ruhe wüten. Deswegen müssen sie ihre Kräfte aufteilen, um beide Krisenherde unter Kontrolle zu bringen. Immerhin scheinen sie herausgefunden zu haben, unter welchen Bedingungen sich eine Person in eine Bestie verwandelt. Wenn jemand verzweifelt ist, weil er hört, dass sein bester Kumpel gestorben ist? Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Sie sind also die Saat des Grauens. Wahrhaftig ein fleischgewordener Albtraum. Und doch erwacht man aus einem Albtraum irgendwann. Oh, die Kinder Tavneers haben solches Leid nicht verdient. Ist es dann nicht an der Zeit, eine gewisse Entscheidung zu fällen? Razatan ist nun ohne seinen Magistrat. Und Ahevan wollte, dass du dich deinem Volk zu erkennen gibst. Doch was geschieht, wenn ich mich meinem Volk offenbare? Zwischen Sterblichen und Drachen klafft ein tiefer Abgrund. Mit dem kleinsten Streich meiner Klaue vermag ich ein sterbliches Leben auszulöschen. Ein einziger Biss und eure Körper sind entzweit. Ich konnte ihnen nur nahe sein, weil ich einen Körper wie den ihren nutzte. Ohne ihn verbreite ich doch bloß Angst und Schrecken. Kaum zu unterscheiden von den grotesken Kreaturen, die sie plagen. Das ist wahr. Aufbauend. Drachen sind grundverschieden. Deswegen fanden Resvega und Shiva keine gemeinsame Zukunft. So heißt es. Die Sterblichen fürchteten sich vor den Drachen, trafen in ihrer Angst dumme Entscheidungen und schon befanden wir uns mitten im blutigen Drachenkrieg. In dessen Wirren zerstörte Nidhogg meine Heimat. So, das ist das Recap von dem ersten DLC Heaven's Sword. Falls ihr das nicht gespielt habt oder mal wunderbar langen Let's Plays dazu nicht gesehen habt. Und im Gegenzug tötete ich seine Sippe und zahllose andere.
Niemand von uns zögerte, das Leben eines Drachen zu nehmen, während wir ihren Mord an uns Sterblichen scharf verurteilten. Aber hätte die Geschichte an dieser Stelle geendet, dann wäre Eisherz wohl kaum auf Resvegas Rücken gestiegen. Und unsere Heldin, gesegnet mit dem Auge eines Drachen, hätte den Krieg nie zu Ende gebracht. Und ich? Ich würde weiterhin Drachen schlachten, statt nun unser Gestirn zu verteidigen. Skyrim hat keine gute Story, sorry. Aber ich weiß, dass er für lange Jahre das Bindeglied zwischen den Sterblichen von Tafnir und deinem drachischen Selbst war. Ein Mann wie er spricht keine Bitte leichtfertig aus. Und seine Worte waren voller Inbrunst. Du und dein Volk, euch verbindet bereits ein Band. Und genau daraus wird Tafnirs Morgen wachsen. Die Verstärkung ist da. So, Zeit für ein bisschen Dragooner-Action. Und wir sind bereit. In der Tat, der Tisch ist gedeckt, Vritra. Auf in die Schlacht! Na toll, jetzt, wenn Dragooner-Action kommt, wird weggeblendet. So, wir haben es jetzt 21.22 Uhr. Ich würde jetzt noch eine Quest machen. Todesschwarzer Schlund. Matasia stottert vor Angst. Nein, keine Angst. Beruhig dich, Großer. Wenn Meva nicht zurück nach Palkas Ruhe gelaufen ist, sondern noch viel weiter vom Dorf weg, was soll man dann bloß tun, Tara? Wir können sie ja nicht einfach im Stich lassen. Matasia, beruhig dich. Angst zu haben ist gerade schrecklich Nein. Zuallererst müssen wir Ruhe bewahren. Keep calm. Ja, du hast recht. Entschuldige. Wie bitte? Die Leute verwandeln sich in Ungeheuer, weil sie Angst haben oder verzweifelt sind? Das erklärt einiges. Hier sind soweit alle versorgt. Hat euch eure Suche etwas ergeben? Sabrina, lass mich raten, du hast die dritte Antwort genommen und er hat sich sofort in ein riesiges Ungetüm verwandelt, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Based bis Mittwoch dann. Da werden wir ja dann zusammen Fall Guys spielen. Und ich bin gespannt, ob ihr da auch mitspielt. Mit einem Säugling auf dem Arm auch noch? Die Ärmste. Natürlich helfe ich bei der Suche. Hier ist ja im Moment nicht viel zu tun. Ganz recht. Die schlimmsten Wunden sind geheilt. Wenn wir jetzt gehen, bedeutet das aber auch, dass wir das Dorf für eine Weile sich selbst überlassen müssen. Also sollten wir uns noch eine Weile umsehen. Let's go. Hallo Purple Ghost, einen wunderschönen guten Abend. Alize und ich werden einmal die Mauer abgehen und nach Bestien Ausschau halten, die sich im Palkas Ruhm herum verstecken könnten. Könnten du und Matasia währenddessen Ruvred auf den neuesten Stand bringen? Keine Sorge, wir werden alles tun, um Mevan zu finden. Okay, Sabrina bestätigt nochmal, er blieb ein Elefant. So. Oh, ihr seid wieder da und unverletzt. Was für ein Segen. Habt ihr Querfahr und Mevan finden können? Zumindest Querfahr. Ach, ich hätte sehr dafür gebetet, nicht noch einen Freund betrauern zu müssen. Mögen die Götter seine Seele zur Ruhe betten. Bitte, als Vorstand dieser kleinen Gemeinde flehe ich euch an, findet Mevan und ihr kleines Kind. So viele andere sind ebenfalls geflohen, als die Bestien über uns herfielen. Auch über ihren Verbleib weiß ich nichts.
Solltet ihr ihnen begegnen, nehmt euch ihrer an. Ich werde die hier gebliebenen derweil beruhigen, so gut es mir möglich ist, auf dass nicht gleich das gleiche nächste Unheil über uns hereinbricht. Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Dann verwandeln sie sich öffentlich niemand mehr. Wir sollten deinen Freunden Bescheid sagen. Okay, sagen wir unseren Freunden Bescheid. Sind wahrscheinlich in der Hütte da. Nein, sind nicht in der Hütte, die sind da oben. Wir sind einmal alles abgegangen, haben aber keinen einzigen Bestie mehr entdeckt. Vermutlich hast du auf deiner Suche nach Mevan schon alle erwischt, die sich um Parkers Ruhe herumgetrieben haben. Dann lass uns die Suche beginnen. Matase, hast du irgendeine Idee, wohin sie geflohen sein könnten? Folgt man dem Kihino nach Süd, gelangt man zu einer alten Tempelstätte nach Purusa. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele ihrer Angst dorthin gezogen hat. Quersalf hat sich schließlich auch im Tempelruin versteckt. Das ist ein guter Gedanke. Versuchen wir unser Glück dort. Ich bleibe in Matasias Nähe. Könnt ihr beiden die Umgebung im Auge behalten? Es sollte ja noch andere Leute auf der Flucht sein. Vielleicht laufen wir jemanden über den Weg. Gut, das werden wir. Dann auf nach Purusa. So, da holen wir uns jetzt aber mal irgendwas zum Reiten. Ein Ingo spielt das auch gerade. Bist du auch gerade an der Stelle? Cool. Ich habe ja ein bisschen langsam gespielt in letzter Zeit. Das ist halt immer das Problem, wenn man jetzt nur immer nur als Let's Play das gemacht hat. Deshalb mache ich das jetzt als Stream und zwischendrin auch mal ein bisschen für mich privat. Damit ich irgendwann mal weiterkomme mit dem Spiel. So. Holen wir noch ganz kurz Schokobopo. So. Innig, danke für die Hilfe, aber ich glaube, das schaffe ich. Ich spiele einen Tänzer. Vielen Dank. Ich dachte schon, mein letztes Stündlein wäre geschlagen. Nein, ich bin zwar nicht Mevan, aber aus Palkas Ruhe komme ich schon. Sie ist auch geflohen, nicht wahr? Bitte, gebt sie nicht auf. Sie müsste hier irgendwo sein. Um mich müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich schaffe es schon alleine zum Dorf. So, da geht's da hinten leider. Ah, da bist du ja. Schau. Das nach vorne ist Purusa. Als wir angekommen sind, haben wir direkt Bestien entdeckt, die auf Leute losgegangen sind. Alisee und Alfino haben sich sofort dazwischen gestürzt. Aber bestimmt sind noch viele mehr hier. Passt auf dich auf, ja? So, dann müssen wir da vorne. Wie komme ich jetzt da hoch? Okay, da hinten ist eine Bestie. Machen wir erstmal die hier. Einen nach der anderen.
Den hätten wir auch gerettet. Dann ist hier der nächste. Da muss ich jetzt irgendwie hochkommen. Und wenn man noch nicht fliegen kann, ist es ein bisschen schwierig. Ah ja, okay. Da ist der nächste. Wie meinst du, Chaos? Jetzt aufhören würde die Stimmung zerstören? Wie meinst du? So, und den letzten. Hilfe! Ich verzweifle an diesen kleinen Äffchen. Oh. Sabrina, ich wünsche dir einen guten Abend und viel Spaß beim Auswaschen der Blondierung. Bei deiner Mutter vor allem. Achso, die Chaos, ich würde ja die Quest auf alle Fälle zu Ende führen. Deshalb habe ich ja gesagt, ich habe diese halbe Stunde Puffer. Ich würde jetzt keine weitere Quest mehr anfangen, aber die machen wir noch zu Ende. Haben wir auch gerettet. Dann geht's zurück zu Alfinor. Ah, Tara, da bist du ja. Wie steht es um die Dorfbewohner? Alle gerettet. Doch so viele Bestien also. Gut, dass du dich immer gleich angenommen hast. Versammeln wir die Überlebenden und kümmern uns um ihre Wunden. Alles wird gut. Der Schmerz lässt bald nach. Hat irgendjemand Mevan gesehen? Hier ist sie also auch nicht. Wir sind einmal alles abgegangen. Haben dabei aber weder Biester noch weitere Dorfbewohner gefunden. Ah, willkommen zurück. Hier sind fürs Erste auch alle versorgt. Was sollen wir denn jetzt machen? Sicherlich nimmt man uns anderswo auf. Vielleicht können wir eine Weile lang nicht zurückkehren, aber irgendwann doch bestimmt. Ganz bestimmt. Anderswo? Ist anderswo denn sicherer? Das weiß ich nicht, aber... Es ist alles verloren. Egal, wohin wir uns wenden, es ist doch überall gleich. Und selbst wenn nicht, meine ganze Familie... Sie sind alle... Oh... Sabrina, das werde ich auf alle Fälle mal machen. Also euer Gildenhaus auf Shiva angucken. Ich muss eh mal wieder auf Shiva vorbeigucken. Wir müssen sie auf andere Gedanken bringen, sonst
Ich könnte für sie tanzen. Hey! Hey! Wir sind doch in Purusha, oder nicht? Einem heiligen Ort. Und das bedeutet, dass wir den wahren Göttern ganz nah sind. Unseren Tiergöttern. Hier beschützen sie uns. Also gibt es gar keinen Grund, jetzt den Kopf hängen zu lassen. Genau. Denkt an die erste Lehre der Götter. Ihr alle kennt sie in- und auswendig. Ihr alle habt sie rezitiert, wann auch immer es euch schlecht ging. Hab ich recht? Bis zum nächsten Stream, Sabrina. Höre diese Worte, Kind des Lebens. Die Schönheit ist nur Teil des Seins. An jedes Wesen Seite wandeln Kummer, Schmerz und Gram, denn Unglück pflastert unsere Wege. An steinig Pfades Ende wartet weder Lohn noch Preis. Nur todesschwarzer Schlund schnappt nach jedem deiner Schritte. Ja, das ist ein sehr aufbauendes Gedicht. Er schenkt die Furcht und Trauer, Zorn und Hass. Also mich wundert es nicht, wenn die sich gleich alle verwandeln. Niemals sollst du deine Augen schließen. Schreite fort und stelle dich dem Leben. Denn jener Schmerz, der an dir zerrt, ist weder Schand noch Makel. Wie Schmiedes Hammer, stete Schläge, stählt er deine Seele und formt dich zu stolzer Klinge. Ich danke dir, mein Junge. Es sind Zeiten wie diese, in denen wir uns der Worte der Götter besinnen müssen. Auch euch gebührt unser Dank dafür, dass ihr uns gerettet habt. Mevan habt ihr noch nicht gefunden, oder? Macht euch keine Sorgen um uns. Wir schaffen es allein ins Dorf zurück. Aber helf doch bitte, nach ihr zu suchen. Selbstverständlich. Der Weg sollte frei von Bestien sein, aber gebt dennoch auf euch Acht. Geht keinesfalls alleine und wartet bitte, bis alle versammelt sind. Hallo, Einstein-Kumpel. Einen schönen guten Abend. Das war ein sehr bewegender Anblick, Matsya. Gut, dass du die Leute an die Worte erinnern konntest, die ihn gab. Diese Lehre wurde uns von den Tiergöttern in ihrer endlosen Weisheit mitgegeben, als das erste Leben zu sprießen begann. Wisst ihr, mir wachsen Dinge schnell über den Kopf hinaus. Wenn ich wütend werde, Angst habe oder nervös bin, selbst wenn mir keine Fische ins Netz gehen, ich rezitiere dann immer diese Zeilen. Einstein-Kumpel, das Spiel heißt Final Fantasy 14 und es ist ein MO. Es war jedenfalls eine fantastische Idee. Selbst ich fühle mich bestärkt von diesen Worten. Auch wenn sie wirklich nichts beschönigen. Aber sie sind wahr. Das beweist das Leben jeden Tag aufs Neue. Wir wachsen mit dieser Erkenntnis auf, dass uns auf unserem Weg unzählige Schwierigkeiten begegnen werden. So sind wir von ihnen nicht überrascht und genießen die Zeiten umso mehr, in denen es uns gut geht. Ich verstehe und muss zugeben, dass Weisheit darin liegt. Und vielen Dank, Ralf39, für den Follow. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude.
Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. So, derart gestärkt müssen wir uns jetzt mit neuem Eifer auf die Suche nach Mevan machen. Habt ihr das gesehen? Da. Und danke, Prey, für den Drachenlord, für den Like. So, Todesschwarzer Schlund. Abgeschlossen. Und Germutro Pro, danke für die zwei Handeln. Und Brave für den Drachenlord, danke für den Follow. Und Germutro Pro, danke für den Like. So, und das war's auch für heute. Final Fantasy 14 werde ich dann das nächste Mal am 4. Juli spielen mit euch. Also, wie gesagt, immer am 1. und 3. Montag des Monats werde ich mit euch Final Fantasy streamen, wenn nicht gerade irgendwie was dazwischen kommt. Und GameTropo, danke nochmal für eine weitere Hantel oder Gewicht. Und am Mittwoch gibt es den nächsten Stream, dann wieder auf TikTok und Twitch. Und da werden wir zusammen Fall Guys spielen. Und wahrscheinlich werde ich nächste Woche dann mit euch anfangen, wie heißt das Spiel? Cyberpunk zu spielen. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Den Stream wird es dann auch in kleineren Teilen wieder in den nächsten Tagen oder nächste Woche dann bereitgestellt werden als VODs, sodass man den in kleineren Stücken besser konsumieren kann. Und mir bleibt nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und vielen Dank an meine Kanalmitglieder natürlich, die mich auch diesen Monat wieder tatkräftig mit ein bisschen extra Geld oder Jill in der Tasche unterstützt haben. Vielen Dank an... Jetzt kommt's, ja genau. Vielen Dank an Ayun, Broadlover, Chaos Tille, Corlas, Highscore Heroes, Ichimi 07, Kati Krempel, Puginato 88, Namitsu, Nigoya, Moonspell Dragon und The Last Lone Wolf. Moonspell Dragon ist übrigens die Sabrina, die ihr da vorher hattet. Und ganz besonderen Dank geht natürlich an meine Ehren- und Produktionsmitglieder, also diejenigen, die eine Stufe 2 oder also die teureren Abos auf Twitch oder die teureren Kanalmitgliedschaft abgeschlossen haben. Klingone 23, Negi Magister und UNI Blum, vielen Dank. Und als solche kriegt ihr unter anderem, kriegen die alle paar Wochen eine Postkarte wie diese hier nach Hause geschickt. So, damit bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns am Mittwoch bei Fall Guys.